So wie es in der Vergangenheit Unheil gab, erwarten wir auch noch einiges in der Zukunft. Was tun wir? Wir können Warnungen beachten. Ein Dreivierteljahrhundert lang hat man unseren Mitgliedern geraten und sie dazu angespornt, sich so vorzubereiten, dass im Falle eines Unglücks ihr Überleben gesichert ist. Man kann durchaus etwas Wasser, ein paar Grundnahrungsmittel, Medikamente und Kleidung, die einen warm hält, auf die Seite legen. Man sollte auch ein wenig Geld auf die hohe Kante gelegt haben, falls schlechte Zeiten kommen. Wir sollten nie den Traum des Pharaos mit den wohlgenährten und den mageren Kühen und den vollen und den kümmerlichen Ähren vergessen. Die Bedeutung des Traumes hat Josef ja dahingehend ausgelegt, dass sie für Jahre im Überfluss und für Hungerjahre stehen.